Hallo, herzlich willkommen bei Silverwurm zum Teil 2 Brillen. Und ich fange mit meiner Stubenfliege Puck gerne wieder an, aber dann legen wir sie auch weg. Aber es ist ein schöner Einstieg, um mit der runden Brille anzufangen. Früher hat man gesagt, hast du ein rundes Gesicht, kannst du keine runde Brille tragen. Also, ich habe ein ziemlich rundes Gesicht, ne, weil so wäre es schlank, aber ich habe ordentlich hier und mein Gesicht ist eher, ne, rund und trotzdem geht dieses runde Gestell. Klar, die ist jetzt sehr, sehr auffällig, weil sie einmal mehrfarbig ist und dann auch noch hier gesprenkelt ist und sie hat einen sehr, sehr breiten Rand. Das ist eine Brille, die Frauen tragen, die auch sehr großen Schmuck tragen, zum Beispiel so am Lederschnürchen, so dicke Anhänger oder dicke Kreuze, alles sowas in der Richtung. Oft lange, wallende Klamotten, weil vielleicht auch die Statur darunter ein bisschen kräftiger ist und oft so in Richtung Filz und asymmetrisch geschnitten. Also dazu passen diese Brillen wunderbar und du musst auch absolut einen am besten asymmetrischen Haarschnitt dazu tragen, weil, ne, Prinz Eisenherz, dazu ginge natürlich jetzt auch überhaupt nicht. Aber so wie ich das habe, hier kurz ein bisschen länger funktioniert, blondierte Haare funktionieren, schwarze Haare funktionieren, bunte Haare funktionieren, Naturhaarfarbe mittelblond, nein, geht zu so einer Brille nicht. Auch nicht, also Jeans vielleicht auch noch, ja, aber sowas ganz Normales und dann so ein Brillengestell geht auch nicht. Also wer hierzu ja sagt, muss auch den Rest mit ja, ich bin selbstbewusst beantworten können. Und ja, ich bin flippig und nicht Richtung Hausfrau. Nichts gegen Hausfrauen, aber du weißt, was ich meine. Ich muss es ja irgendwie beschreiben. Also wenn, ne, dann ziehst du das konsequent durch. So, und jetzt sind wir mit der Brille dann auch erstmal fertig. Es bleibt weiter rund. Die hast du im letzten Film auch schon gesehen. Das ist eine meiner Lesebrillen. Da ist also ein korrektives Glas drin. Ich sehe direkt alles viel besser. Und auch das ist so ein bisschen außergewöhnlich, weil es unterbrochen ist. Das ist so ein bisschen, ne, im Dalmatiner-Muster. Und der Bügel, der geht nicht wie normalerweise komplett hier über diesen ganzen Steg, sondern hat einen Versatz. Und das Brillengestell ist auch noch relativ groß und schwarz. Also schwarze Brillen, die haben immer so ein bisschen, wo ich sage, pff, muss das unbedingt schwarz sein? Klar, wer schwarze Haare hat, fällt es dann überhaupt nicht auf. Wenn jemand weiß blondierte Haare hat, ist es zum Beispiel auch ein Hingucker. Aber auch hier wieder mittelblond, was ganz Normales oder vielleicht blond gesträhntes. Kann gut aussehen, muss aber nicht. Aber dadurch, dass hier zum Beispiel diese kleinen Unterbrechungen sind, ist das auch gar nicht so schlimm. Also wenn das jetzt hier alles komplett schwarz wäre, das habe ich beim Aufprobieren dieser Brillen mal, ne, ausprobiert. Nee, ist komplett was anderes. Also wenn schon schwarz, dann gerne mit so ein bisschen Unterbrechung, aber auch gerne wieder mit einem Lippenstift. Ne? Das ist gleich kolossal anders. Also gerne große runde Brille, auch bei runden Gesichtern. Klar, bei schmalem Gesicht sieht es noch besser aus. Aber wenn man nun mal kein schmales Gesicht hat, sondern hier so, ne, die Kuchenbäckchen, ja, dann ist das so. Aber kannst du machen. Trau dich. Großes Rund. Kleines Rund hat wieder so ein bisschen was von Oberlehrerhaftem. Mein Tipp, ganz wichtig, von Sami Moltjo. Wenn du zum Beispiel jetzt so eine Lesebrille hast, ne, in der Größe, so, und du sprichst mit jemandem, dann bitte nie hier so unten und dann über das Brillengestell mit jemandem kommunizieren. Dann nimmst du die Brille ab. Und wenn du das 20 Mal in einem Gespräch machst, nämlich wenn du hier auf irgendwie Papier gucken willst und dann sprichst du mit jemandem und du nimmst die Brille ab, das ist einfach ein unterbewusst freundliches Symbol, weil so jemand anzugucken, geht nicht. Hat was, ich bin schlauer als du. Bitte, bitte nicht machen, habe ich mitgenommen von Sami Moltjo, dem Professor für Körpersprache. Das ist die Kapazität weltweit, der sich mit diesen Dingen auskennt. Durfte ich mal vor vielen Jahren ein Seminar buchen. So, also die kleine runde Brille, klar, die ist jetzt nicht so klein wie jetzt zum Beispiel diese hier,
weil die ist schon mikroklein. Die hat schon wieder so ein bisschen was, ich sage jetzt mal so eine Studentenbrille, oder? Also alles, alle Begriffe, die ich jetzt nenne, bitte nie wertend, sondern ich möchte so ein bisschen in die Schubladen packen, die wir ja sowieso unbewusst benutzen. Ich spreche es nur jetzt dann eben aus. Also diese ganz kleine Brille, oder Gandhi zum Beispiel hat doch diese kleine Nickelbrille getragen, um dann auch nochmal die Schlichtheit, die Purheit, die Schlichtheit rüberzubringen, weil weniger an Brille geht dann eben nicht. So, und dieses Gestell ist ja auch wieder außergewöhnlich, weil hier wieder diese Aussparungen sind. Auch hier ist nochmal so eine kleine Aussparung, auch hier. Und es ist ein Bügel, der aussieht wie Holz, ist aber wahrscheinlich kein Holz. Und auch das kannst du tragen. Ein solches Brillengestell bietet direkt nochmal einen weiteren Nutzen, weil, wie du sehen kannst, liegt diese Rundung genau auf dem Ende meiner Tränensäcke. Habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Und wenn das Brillengestell genau hier drauf liegt, dann hast du auch für dich innen drin keine Problemchen mehr, dass du sagst, boah, meine Tränensäcke, die werden immer schlimmer und ich kann die nicht abdecken. Nein, kannst du nicht, weil es ist ein physikalischer Schatten. Wenn ich hier so runter gucke, sieht man es besonders. Das ist je nachdem, wie es Licht ist. Wenn man zum Beispiel unter einem Strahler steht, dann kommt das noch mehr raus. Und wenn du viel Licht von vorne hast, dann wird das besser und besser. Und wenn du jetzt nun mal zum Beispiel einen Job hast, wo du immer unter solchen blöden Strahlern stehen musst, dann kaufst du dir eine Brille, die du dann beim Reden auflässt. Also nicht diesen hier machen, sondern auflassen ist okay. So, und die genau hier an deiner Kante von den Tränensäcken entlang läuft. Und dafür ist eine runde Brille perfekt, weil eine eckige Brille, die würde das zwar hier abdecken, aber irgendwie ist das dann nicht so stimmig. Also auch hier wieder rundes Gesicht, schmales Gesicht, geht beides. Und wenn die Haare ein bisschen flippiger sind, ist das hier auch wieder von Vorteil. Aber nicht so zwingend nötig wie bei den letzten beiden. So, jetzt gucken wir mal, runde Brille, runde Brille. Machen wir mal so eine halbrunde Brille. Diese hier zum Beispiel. Die hat ganz toll entspiegelte Brillengläser. Ne, man sieht keine Lichtreflexion, weil sind keine Gläser drin. Auch sowas nutze ich manchmal, um so das einfach nur als Accessoire zu tragen. Warum hat die keine Gläser, kann ich sagen. Bei der allerersten Bestellung bei dieser Firma habe ich einfach falsche korrektive Gläser bestellt. Ich depp, ne? By the way, es ist kein Film, der gegen Augenoptiker gehen soll. Wenn du richtig spezielle Brillengläser brauchst oder Gleitsichtbrille oder so, dann gehst du selbstverständlich zum Optiker. Das hier, was ich zeige, sind einfach nur modische Accessoirebrillen, wenn man keine Stärke braucht oder halt Lesebrillen. Also Lesebrillen kann man ja auch wunderbar machen, kaufen wir ja auch im Drogeriemarkt an der Kasse, ne? Oder Gläser, die sich eintönen. Also alles das kann man machen, aber wenn es ins stark Korrektive geht mit Gleichsicht und so, ne? Immer vom Augenoptiker ausmessen lassen, da will ich jetzt auf gar keinen Fall dagegen sprechen, so ist das nicht gemeint, sondern wir gucken jetzt auch mal, welches Gestell passt in welches Gesicht. Ne? So, das wäre jetzt rund mit Abweichung schon ein bisschen hier so in die Richtung Schmetterlingsgestell, aber eben nur angedeutet. Und das zum Beispiel ist eine Brille, ja, die ist wie für mich gemacht, weil sie greift natürlich die Haarfarben auf, ne? Oben ist jetzt ein, ja, so ein Violettton, das ist hier wie mein Untergrundton ist. Dann haben wir hier so ein Rosa, das ist das Rosa der Strähnchen. Und hier ist etwas so rötlich, Weinrot, Bordeaux, ja so ein bisschen gemischt, nicht gestreift, aber so ein bisschen meliert. Und diese Brille, das ist die Michaela-Brille von allen den Gestellen, die ich jetzt zeigen werde, das wäre jetzt meine. Auch wieder rund, geht auch wieder fast hier am Tränensack entlang. Da ist die andere allerdings ein bisschen perfekter, die letzte. Aber dann müsste ich sie vielleicht einfach nur so ein bisschen höher tragen, indem ich hier hinten das ein wenig stärker biege. Bitte, wenn du das selber machen möchtest, obwohl die Augenoptiker meistens so eine Serviceleistung anbieten, dann machst du die schön mit dem Föhn warm und dann biegst du die ganz sanft, weil sonst könnte dieses Plastik brechen. Und wenn man das hier so ein bisschen verändert, dann bleibt sie mehr hier oben drauf sitzen. Es gibt auch so Stopper.
kann ich dir wieder in einem anderen Film mal zeigen, dann rutscht die Brille auch nicht von der Nase. Also so säße das schon ziemlich über dem Tränensackrand dran. Klar, mit einem schmalen Gesicht ist jede Brille schöner, geht aber auch bei Hamster Bagleys. Hier habe ich schon abschattiert, was möglich ist, aber ich kann es ja nicht abschneiden. Ne? Das ist also die Brille, die für mich am besten ist. Das wäre auch für dich eine Brille, wenn du hier die Problematik hast und du magst nicht das klassisch runde Gestell, weil du eben nicht so in diese Schublade ich bin Oberlehrer gesteckt werden möchtest, aber wo die Schmetterlingsbrille eben auch wieder zu außergewöhnlich ist, nur so ein bisschen angedeutet. Also mir stehen zum Beispiel überhaupt keine Brillen, die so spitz nach hier oben sind. So, das ist so die Zeit gewesen, so Jackie Onassis, nee, die hat große Brille getragen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Du weißt, wen ich meine. Wir schreiben es nachher nochmal unten drunter. Wenn du es weißt, schreib es rein. So, das heißt Überleitung, Schmetterlingsgestell. So, jetzt muss ich die hier schon mal wieder wegpacken. So, sonst komme ich durcheinander. Schmetterling, krass. Von der Farbe her, ne, könnte ich tragen. Müsste ich dann allerdings auch einen pinken Lippenstift zutragen. Würde auch noch zur Haarfarbe passen. Aber die habe ich nur bestellt. Ich wusste, sie würde mir nicht stehen, um zu zeigen. Ne? Also das ist so ein bisschen die Zicke, finde ich. Du musst nicht zickig sein, wenn du solche Brillen trägst, weil wenn du so ganz exaltiert bist, passt vielleicht super dazu. Aber beim Betrachter kommt diese Art Brillengestell in die Richtung Zicke. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber Schmetterlingsgestelle, ne? Ganz, ganz vorsichtig sein. Wobei das nächste Schmetterlingsgestell, das hatte ich im anderen Film schon mal gezeigt, das ist schon wieder so ein bisschen anders, weil der Rahmen hier oben eben kräftiger ist. Ne? Also das und das ist ähnlich und trotzdem liegen da Welten dazwischen. Wahrscheinlich, weil das hier wieder unten rund ist. Rund ist immer irgendwie harmonisch im Gesicht und das hier ist ja hier so spitz, so eckig. Ne? Also die kommt nur in den Fundus jetzt für diesen Film. Und das hier ist eine Brille, ja, die kann ich mal zwischendurch anziehen, aber wird nicht meine Lieblingsbrille. Ne? Gibt es auch wieder in allen Farben. Die ist geckig, die ist immer noch gut tragbar. Ja, aber so für jeden Tag, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir nochmal einen Schmetterling. Die geht wieder. Warum? Weil die jetzt, vielleicht diesen Schwerpunkt hier auf diesem Hell hat. Man guckt dann eher nur auf das Helle und nicht auf die komplette Brille als Ganzes. Und auch hier wieder, wenn du ein ganz schmales, spitzes Kinn hast, dann würde ich sie nicht nehmen. Weil dann wird das noch unterstrichen, weil diese Brille geht ja so. Und wenn du hier unten ganz schmal bist, dann fällt das noch viel, viel mehr auf. Wobei es ja nicht schlimm ist, wenn man hier unten ganz spitz ist, ganz schmal ist. Aber diejenigen Frauen, die hier unten so ein spitzes Kinn haben, die möchten das meistens nicht noch rausholen, nicht noch betonen. Ne? Also wenn du so ein Gesicht hast, dann ist diese Schmetterlingsform auch nicht unbedingt passend. Also die hier, die finde ich, wenn ich jetzt was Helles anhätte, fände ich die okay. Aber wie gesagt, Schmetterling bei mir... nee. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, damit wir so eine fließende Bewegung haben. Hier habe ich noch eine, die geht auch so ein bisschen in Schmetterling. So. Aber das ist eine Brille, die tut fast jeder Frau gut. Also wenn das so ungefähr in die Farbharmonie passt, weil die ist fast hautfarben. Die ist rosa, die sieht man nicht so, weil sie eben nicht durch Farbe besticht. Aber die hat eine schöne Form, die passt fast in jedes Gesicht, auch in ein schmales, obwohl sie hier so ein bisschen schräg ist. Aber das ist ja nicht so dominant. Das heißt, so eine Form passt fast zu jeder Frau. Und die nächsten zwei, drei, muss ich mal raussuchen, sind auch Formen, die fast überall passen. Und hier habe ich zum Beispiel erst später entdeckt, dass die so ein bisschen so ein Goldglitzer hier drin hat. Das ist nur so ganz fein, ist hier so ein ganz klein bisschen Goldglitzer drin. Auch das
verspielt sich dann so schön, wenn die Sonne drauf scheint. Also ich habe mich selber noch nicht gesehen mit dieser Brille, aber wenn jetzt hier Sonne drauf scheint, dann reflektiert auf diesen kleinen Glitzerpartikelchen wunderbar das Licht. Und ja, wenn irgendwas so ein bisschen pling-pling macht, es kann auch ein Lidschatten sein, dann wirkt das auf den Betrachter so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verwirrend, aber man guckt dann auf dieses Bling-Bling und viele andere Dinge fallen dabei dann eben nicht mehr so ins Gewicht. Also das ist auch eine Brille, wo ich sage, kann fast jede Frau tragen. Dafür muss man jetzt auch nicht unbedingt einen Lippenstift tragen. Der passt auch, wenn man keinen hat oder einen ganz zarten hat. Der passt auch, und sowas passt auch zu jeder Haarfarbe. Und klar, sowas könnte man jetzt auch noch in einem hellbraun, also in so einem bräunlichen oder ist egal, in jeder Farbe tragen. Aber das hier mit diesem hellrosa passt immer. So, dann hatte ich gesagt, suche ich mal was raus, welche Form auch fast immer passt. Hatten wir die eigentlich jetzt schon? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hatten wir, ne? Hatten wir nicht? Ich weiß es nicht. Falls wir sie nicht hatten, zeige ich sie auch nochmal. Das ist so ein bisschen wieder die Richtung Nerdbrille, wie die hier, die ich korrektiv bekommen hat. Ich zeige nochmal, wo ich eben oder beim letzten Film gesagt hatte, ne? Ach, weiß ich nicht, so eine Autofahrbrille, aber irgendwie komme ich mit, obwohl vom Optiker, trotzdem ich kann damit nicht gut sehen. Und ich finde, ich sehe damit auch nicht besonders gut aus. Es ist eben so eine strenge Brille, die jahrelang sehr, sehr modern war, im Moment jetzt nicht mehr so in Richtung Mode geht, aber immer noch sehr, sehr gerne von Optikern an Frauen verkauft wird, weil das eben so ein, ja, eine Brille für ein Allerweltsgesicht ist. Aber wir haben keine Allerweltsgesichter. Aber man kann damit eben auch nicht viel falsch machen. So, mit der Brille könnte man jetzt wieder viel falsch machen, wenn man wieder so ganz normal ist. Also mittelblond trägt, vielleicht so ein bisschen Locke hat, aber keine richtige Lockenfrisur. Ganz normal gekleidet ist, nicht auffällig, nicht gerne Lippenstift trägt. Also das ist wieder eine sehr extravagante Farbkombination, die zu mir auch wieder passt durch die, ne, Haarfarbe. Und ich müsste dann allerdings einen roten Lippenstift tragen. Ha, ich trage gar nicht so gerne roten Lippenstift. Würde ich dann aber einfach mal machen, weil das geht, ne? Das harmoniert miteinander. Aber die Form, diese Form tut auch wieder den meisten Frauen gut. Und hier kannst du sehen, ist egal, ob das ein schmales Gesicht ist, ob es ein ganz rundes Gesicht ist, passt fast immer. Also mit so einem Gestell, so in der Form, ohne dass es nach oben geht oder ohne dass es hier runtergezogen wird, passt auch fast in jedes Gesicht. Und was auch fast in jedes Gesicht passt, ist das hier. Das ist auch eine ganz klassische Form. Die Extravaganz hier besteht hier in dieser Kante. Und natürlich, sie ist gestreift, ne? Aber ich finde nicht schlimm gestreift. Also gerade wenn man viel Schwarz-Weiß trägt, ist das eine tolle Brille. Hier spielt die Haarfarbe keine Rolle. Also da kannst du ruhig ein ganz normales Mittelblond haben oder gesträhnte Haare. Kann auch schwarz, blond oder bunt sein. Das ist wirklich völlig egal, weil hier wirkt das Schwarz-Weiß an sich und ist überall kombinierbar. Das siehst du ja auch in Wohnungen, wenn irgendwas schwarz-weiß ist, da kannst du immer alles dazu kombinieren. Ob es jetzt ein Buche ist oder ob das bunte Farben sind, schwarz-weiß ist immer gut, wenn das wie hier ja einfach nur so ein bisschen wie so eine Holzmaserung ist, ne? Weil ich finde, das erinnert so ein bisschen an Holz, ist natürlich kein Holz, aber so die Richtung Maserung ist wie eine Baumscheibe gemasert ist und finde ich klasse. Also die könnte man, würde ich auch sagen, fast immer tragen. Dafür brauchst du nichts Extravagantes und auch hier kein Lippenstift erforderlich. Sieht immer gut aus, ne? Also diese Form wieder ähnlich wie diese schwarz-rote, nur ein wenig hier ein bisschen, ne, ein bisschen abgerundeter, dies hier etwas ausladender. Das Gestell sieht bei den meisten Frauen gut aus. Dann haben wir ein ganz ähnliches Gestell von der Form, aber die ist wieder sehr speziell lackiert. Und zwar sollen das hier Haifischzähne sein. Und auch das ist jetzt wieder was, wo ich sage, braucht Frau das? Weiß ich nicht.
auch hier mit dem Orange ist man sehr festgelegt. Die fand ich einfach nochmal so ein Symbol, wo ich sage, also das ist jetzt wieder auch keine Brille für mich, obwohl die Form passt, ne? Die Form passt perfekt. Aber muss ich dieses wild gestreifte haben, mit diesen kleinen Zacken, mit diesen Haifischzähnen? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt wieder schon ein bisschen touch too much, finde ich mehr als die Stubenfliege Puck. Ne? Also die Stubenfliege Puck ist komplett anders, aber die hat irgendwie so eine Idee dahinter, wo das ist einfach für mich ein bisschen bekloppt. Aber okay, ne? Wenn man das so will. Gestreift, habe ich hier gesagt, gefällt mir nicht. Gestreift hierbei gefällt mir wieder sehr gut. Wenn ich diese Brille anhabe oder die nächste, die ist auch gestreift, die sind also ähnlich, aber die hier ist ein bisschen eckig, hat einen Metallbügel und wenn man ganz kurze Haare hat, sieht man hier hinten noch das rote Stück. Und die hier, die ist gestreift, aber rund. Und wenn ich die Brille anhabe, also es ist ein bisschen Elton John, ne? Sagen meine Töchter, nee Mama, du siehst aus wie Karneval. Also ich brauche Karneval nicht, um Karneval zu haben. Ich mache das lieber so, dass ich ab und zu mal Karneval übers Jahr trage. Aber dann eben auch, wenn mich der Hafer gestochen hat. Nicht an dem Tag, wo ich sage, heute ist nicht so, ne? Dann geht so eine Brille nicht. Aber wenn ich sage, dann setze ich die auf und ein gepunktetes T-Shirt. Weiß mit schwarzen Punkten und dazu wieder meine schwarz-weiß gestreifte kurze Hose. Natürlich nicht im Winter, aber im Sommer. Also das wäre eine Kombination, würde ich machen. Shorts, die schwarz-weiß gestreift sind. T-Shirt, weiß mit schwarzen Punkten oder andersrum. Und dann die Brille. Hammer. Aber Provo, ne? Auch hier wieder kein Glas, weil das Glas habe ich mit dem Hammer rausgeholt, weil die hatte ich mir falsch bestellt. Also, ne? Aufpassen, wenn du Dioptrie hast, dann geh lieber zum Optiker oder du musst eventuell das Glas rausschlagen. So, die hier, ganz, ganz ähnlich, aber eine ganz andere Aussage, finde ich. Warum ich mir zwei ähnliche Brillen bestellt habe, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich die dritte Bestellung schon wieder, als ich die dritte gemacht habe, die erste vergessen. Ich weiß es nicht, ob die erste war dann noch unterwegs. Keine Ahnung. So, haben wir da so ziemlich alles? Ja, dann habe ich noch eine, wovon ich auch wusste, nee, die geht nicht, weil ich habe ja im letzten Film erzählt, auch meinem Konfirmationsfoto, dünnes Metallgestell, auch noch hier so, ne, so die Form, so wo. Und dann von unten den Brillenbügel. Und sowas Was fällt dir zu dieser Brille ein? Wer trägt solche Brillen? Ich sag's jetzt nicht. Bin gespannt, was du sagst. Wäre vielleicht mal wieder ein interessanter Aspekt, die Farbe nicht oben oder unten zu tragen, sondern an der Seite. Aber das drückt das Gesichtsfeld ein. Dann hier wieder dieses Eckige und das hier zieht hier runter. Wer könnte jetzt so eine Brille tragen? Weiß ich nicht. Doch, jemand, der ein perfektes Gesicht hat. Vielleicht auch eine stärker pigmentierte Hautfarbe mit wunderschönen Lippen, die einen Lippenstift vertragen, hier in einem Farbton. Also die Bügel, ne? Die sind schön. Also wenn der Lippenstift dann hierzu passt. Und wenn das Gesicht perfekt ist, dann macht auch ein solches Gestell nichts. Mein Gesicht ist aber nicht perfekt und ich möchte auch nicht aussehen wie... Nein, sage ich jetzt nicht. Bin gespannt, was du sagst, wer solche Brillen trägt. So. Dann setze ich jetzt nochmal meine Lieblingsbrille auf, weil die finde ich einfach nur schön. Ich habe letztes Mal schon erzählt, ne, die wird auch dunkel im Sonnenlicht, die hat keine Dioptrie, ist also keine Lesebrille, hat keine Wirkung auf die Ferne, brauche ich aber nicht. Ich kann nur hier nichts sehen, da hinten kann ich alles lesen. Ne, wenn irgendwie so ein Schiff ganz hinten vorbeifährt, kann ich lesen, was draufsteht. Aber wenn du mir was zeigst, muss ich Lesebrille anziehen. Die ist hier oben jetzt kariert.
Ich komme noch mal ein bisschen näher und hat dann hier unten die rote Farbe. Ist also auch hier wieder die rote Farbe, auch schon so ein bisschen extravagant, aber die kann auch fast jede Frau tragen, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Also für mich ist jetzt die meine Lieblingsbrille. Die setze ich auf, wenn ich so einen Tag habe, wo ich denke, ah, das Make-up reicht nicht. Ich möchte mich so ein bisschen verstecken und gut aussehen. Komische Kombination, oder? Verstecken, aber gut aussehen wollen. Aber mit der Brille und momentan ja noch Maske, wunderbar, fühle ich mich total wohl. Also das ist eine Michaela-Brille. Und auch die hier, die ist perfekt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Aussagen, ne? Aber die hier passt perfekt. Und das ist eben, ne, so meine Lieblingsbrille. Hast du auch Brillengeschichten? Was ist dir mal beim Brillenkaufen passiert, beim Optiker? Wo hast du super gute Erfahrungen gemacht? Wo vielleicht weniger? Aber dann muss man nicht unbedingt den Namen dazu schreiben, weil das finde ich nicht so schön, wenn man jemanden so in den, durch den Kakao zieht. Aber hast du schon mal irgendwie so eine Story erlebt, wo einer gesagt hat, boah, nee, also die Brille geht gar nicht? Aber wieder so Elton John, ne? Elton John hat sich super toll verkleidet. Warum? Weil das so ansonsten eine sehr unscheinbare Figur wäre. Fürs Showbusiness vielleicht auch, zu Anfang nicht, aber später ein bisschen übergewichtig. Da wird man ja auch schon direkt aussortiert. Und der hat eben den Weg gewählt, ich ziehe bekloppte Klamotten an und ich ziehe mega bekloppte Brillen dazu an. Also das ist dann showmäßig, aber auf der Bühne des Lebens mal so ein bisschen was Außergewöhnliches zu tragen, finde ich ganz gut. Nur dafür bitte keine paar hundert Euro ausgeben, sondern ne, bestellen, da wo du die vorher in etwa ausprobieren konntest. Also wo ich eben sagte, ne, ist nicht so mein Ding, ich finde es geht. Hat dir dieser informative Film ein wenig was gebracht? Konntest du was mitnehmen? Würde mich freuen, wenn du mir den Daumen nach oben gibst. Würde mich noch mehr freuen, wenn du vielleicht kommentierst, welche Brille hat dir am besten gefallen? Oder wo sagst du, oh, das wäre eine Brille für mich? Oder. Und du weißt, ne, du, unten steht, wo du uns bei Facebook findest und bei YouTube und bei Instagram und diese ganzen Sachen, die Frau heute alle so braucht, wenn sie up-to-date sein möchte. Beim letzten Mal hat ja schon die gezeigt. Ich setze sie nochmal kurz auf. Ist nur ein Gestell. Und so verabschiede ich mich, weil auch das wäre machbar, aber ne, auch wieder Schublade. Wenn du also in keine Schublade gepackt werden möchtest, ach, zieh sie doch nochmal aus, ne, dann kaufst du irgendwie sowas. Sieht immer gut aus. Freu dich auf den nächsten Brillenfilm, weil der wird lustig und wir haben dann noch ein paar Aussagen von der Augenoptikerin dazu. Bist du gespannt? Kannst du sein. Bis dann. Tschüss.